Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge in Guild Wars 2, das sich jetzt mit einem Let's Play beschäftigt und nicht mit Drohnen, sonst irgendetwas. Und zwar habe ich mir gedacht, ich habe jetzt extra nochmal einen weiteren Charakterplatz gekauft, also ich habe einige Charaktere, aber ich habe jetzt gedacht, hey, ich spiele mal wieder die Story der verschiedenen Rassen durch. Und zwar... Also wirklich durchspielen und ich habe mir vorgenommen, mit dem Mensch zu beginnen. Deswegen machen wir mal weiter mit den Menschen und ich entscheide mich auch für einen Mann. Und ich, ja, was nehme ich denn als Klasse eigentlich? Da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, echt nicht. Waldläufer? Ele? Mist, ich habe mir keine Gedanken über die Klasse gemacht. Ich nehme jetzt mal einen Waldläufer. Und groß-klein. Ach so, eher im unteren Bereich. Körperbau darf ein bisschen. Ja, das ist okay. Hautfarbe machen wir ein bisschen. Mit mehr Teint. Waldläufer schließe ich viel draußen an der frischen Luft. So, was nehmen wir denn für eine Frisur? Nee. Mal ein ohne Haare, also mit ganz wenig. Ein Igelchen oder ein Iro? Ein Dread Iro oder was ist das? Oh Gott, nein. Also bestimmt gibt es irgendjemanden, den gefällt diese Frisur, ne? Das hätte auch was, ne? Ja, ich würde sagen, den finde ich. Am Ende finde ich den, glaube ich, gar nicht mal schlecht. Mal ein ohne. Dann können wir die Haarfarbe auch auf Hellpink setzen. Er hat ja schließlich einen Bart. Oder Wintereis? Ja, das hat was. So, die Accessoirefarbe ist egal, weil wir haben kein Accessoire. So, Gesichtsbehaarung. Oh nein, den auf keinen Fall. So einen verlotterten. Eigentlich finde ich das ganz nett. Ja, das hat was. So, dann Gesichtsdetails. Ein bisschen größer. Ja, so. Und die Augenfarbe machen wir Wintereis, also machen wir Eisblau. Oder eher Flieder. Blass Violett. Das hat was, ne? Okay. So, die Nase. Ja, ein bisschen kürzer, oder? Ein bisschen, ne, kürzer ist besser. Da sieht man ja von dem Bart nichts. Nasenflügelbreite. Wir machen sie ein bisschen schmaler. Und so, die Nasenspitze ein bisschen weiter nach vorne. Ja. Den Mund können wir eigentlich, finde ich, sogar so lassen. Das gefällt mir gut. Kinnlänge ein bisschen weiter. Markanteres Kinn vielleicht. Und Kiefer ein bisschen breiter. Soll nicht ganz so bubihaft aussehen. Kopf ein bisschen größer und die Kopfbreite auch ein bisschen näher. So ist er fein. Ein hübscher Kerl. Nee, so nicht. Ja, das sieht schon mal gut aus. Und dann würde ich hier... Ja, so können wir den erstmal lassen. Wir haben jetzt genommen Winterhimmel und Orchidee und Stein. Also Winterhimmel, Orchidee und Stein. Wir lassen das gleich. Ich finde das immer irgendwie am Anfang zumindest. Winterhimmel und Orchidee.
Oder besser Stein. Oder besser Stein und Winterhimmel. Außer bei den Schuhen, da muss man ein bisschen was anders machen. So, nein, überspringen wollte ich nicht, weitermachen wollte ich. So, nehmen wir einen Pirscher. Eigentlich so am Anfang finde ich den Pirscher nicht so schlecht. Dann haben wir die Frage, Charisma, Würde oder Wildheit? Ja, also wenn wir einen Pirscher nehmen, müssen wir Wildheit nehmen, ist ja irgendwie klar. Bin ich auf der Straße aufgewachsen, bei einfachen Leuten oder in adligen Kreisen? Oh yeah. Der Waldläufer, der wild ist, auf der Straße, ich nehme mal den Adligen. Nie nach meinen Eltern, also nach meinen wahren Eltern gesucht habe. Das heißt, die Adligen haben mich aufgenommen und ich hatte eigentlich arme Eltern, nö. Meiner Schwester gefunden habe, im Zirkus aufzutreten. Will ich im Zirkus aufgetreten sein? Ja, komm, machen wir. So, jetzt wird es schwierig. Nein, eigentlich wird es nicht schwierig. Also im Prinzip wird es deswegen nicht schwierig. Also es gibt für mich eigentlich nur einen ganz sinnvollen Gott, den man gesegnet sein sollte als Waldläufer. Und das finde ich, ist Melandro. Man könnte natürlich sagen, hey, Trainer ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Aber ich nehme Melandro. So, und da brauchen wir noch einen Namen. Ja, wie heißt man denn? Mist, wie heißt man denn? Gibt's schon Kubaner? Hey, nee, den gibt's noch nicht. Dann nehmen wir doch den. Es gab noch niemanden, der Kubaner hieß. Das ist sehr, sehr witzig. So, und dann schauen wir natürlich mal rein in die Geschichte. Ich bin ruhig. Ups. Doch nicht ganz. Man hat uns gezwungen, zurückgeworfen und erniedrigt. Aber wir geben nicht auf. So viele Nationen sind gefallen. Nur Kreiter bleibt standhaft. Natürlich. Wir sind stark im Glauben, obwohl die sechs schweigen. Wir werden tapfer Widerstand leisten. Genau. Genau. Die Stadt ist mein Zuhause. Ich stamme aus noblen Verhältnissen, aus Götterfels Adel. Und Privilegien bringen Verantwortung mit sich. Ich beschütze die mir unterstellten einfachen Leute, die glauben an mich. Ihr Vertrauen ehrt mich. Ich werde sie nicht im Stich lassen. Heute wollte ich mich vor die Stadttore wagen und die Welt mit eigenen Augen betrachten. Aber als ich Chemo erreichte, wurde es von Zentauren belagert. Unschuldige Dorfbewohner sind in Gefahr. Sie brauchen Hilfe. Ist er nicht hübsch? Den Menschen, dass wir siegen können und es noch Hoffnung gibt. Genau. Das ist meine Geschichte. Richtig, die wir uns gerade vorher zusammengeklickt haben. Und das finde ich eigentlich sehr das Schöne, dass man tatsächlich sozusagen sein eigenes Video, sage ich mal, zusammenklickt. Und wir sind jetzt bei der Verteidigung von Shaymor. Und das werden wir natürlich noch machen, das versteht sich ja von selbst. So, egal wie oft man spielt im Übrigen, man kriegt immer wieder die Anzeige, wie das Spiel funktioniert. Jo. Und, ach ja, ich habe ja schon einen Bogen. Erstmal ein paar Erfahrungspunkte sammeln. Das war zwar nicht der richtige Weg, aber egal. Ich sollte natürlich hier runtergehen, weil ich sollte ja, ne, die im Gasthaus beschützen. Ah.
Aber ich konnte nicht anders. Ich musste helfen. Ich soll ja die anderen beschützen, das hieß es ja doch, oder? Und natürlich gucken wir alle Videos an. Finde ich auch wichtig. Aber ich bin kurz ruhig. Wenn er Hilfe anfordert, muss es ernst sein. Niemandem empfehlen. Ich bin doch da. Ich gehe hin. Hauptmann Zachary war immer für Götterfels da. Ich werde ihm helfen, wo ich kann. Balthasar segne euch. Mit dieser Einstellung siegen wir. Viel Glück. Melandru, meine Liebe. Melandru ist das, was wir, was uns hilft, ne? So, noch ein paar Punkte machen. Es ist im Prinzip, das ist das Witzige, eigentlich vollkommen egal, wann man da ankommt. Ne? Also das nur mal so nebenbei. Caps Lock wollte ich nicht anschalten. So, vielleicht noch ein bisschen was zu dem Format, das ich jetzt hier so vorhabe. Also der Gedanke ist, wenn ihr noch zuguckt, das hoffe ich schwer. Der Gedanke ist, ich werde keine der Geburtstags-Upgrades besorgen und mir sozusagen den Vorteil verschaffen, im Level aufzusteigen. Ich werde mir... macht ihr mal auf? Ach nee, geht ja gar nicht. Kommt ja jetzt erst die Welle. Also ihr merkt, ich spiele das jetzt nicht zum ersten Mal. Ich werde mir keine Wissensfolianten besorgen, um tatsächlich in der Stufe aufzusteigen. Sondern ich werde nur durch Spielen hochleveln, tatsächlich. Aber... was ich natürlich definitiv verwenden werde, ist zum Beispiel, was weiß ich, Buff-Nahrung aus meinem Account oder zum Beispiel irgendwelche anderen Buff-Gegenstände, die auch unter Umständen natürlich das Leveln vereinfachen. Ne? Und es gibt ja diverse Account-Gegenstände, die mehr oder minder, macht jetzt mal hier die Tür auf. Oh, kommen noch welche. Mehrere Buff-Gegenstände, die man natürlich... also verwenden kann. Aber ich werde tatsächlich nicht auf meine voll ausgebildeten Handwerker zurückgreifen, die auf meinem Account sind, also sprich um Waffen oder Ähnliches von denen zu bekommen. Also auch keine Rüstungen. Mit einer kleinen Ausnahme, hier die Taschen. Die hole ich mir natürlich aus meinem Account. Das heißt, da gibt es gleich ein paar 20er Taschen. Aber das ist das Einzige, was ich tatsächlich so als Handwerksgegenstände sozusagen am Anfang mir holen werde. Das heißt also, ich werde diesen Charakter auch so leveln, dass er die Handwerksberufe, die er braucht, hochbekommt. Oder ich kaufe mir eben die Gegenstände. Das werde ich mit diesem Charakter so machen und wenn ich dann, das ist eben die Idee zumindest, dann auch in Zukunft weitere, also sprich die anderen Rassen einmal durchzuspielen, genau auf die gleiche Art und Weise. Und da bin ich mir dann noch nicht sicher, ob ich das genauso mache oder ob ich das dann anders mache, aber da, jetzt machen wir erstmal die Menschen und das wird schon eine Weile dauern. Ja, was soll für euch dabei rumkommen? Also für euch soll natürlich dabei rumkommen, ihr könnt einfach mal auch nochmal die Story sozusagen miterleben, für die, die sie noch nicht hatten. Also vielleicht zum Beispiel noch gar keinen Menschen gespielt haben, ist das natürlich interessant. Ja, nee, ist klar. Ja. Für die, die die Geschichte noch nicht hatten oder die Videos übersprungen haben, weil es ihnen zu langweilig war, hier könnt ihr sie jetzt euch nochmal anschauen. Hier könnt ihr nochmal alles anschauen und die Story einfach auch nochmal miterleben. Also der Gedanke ist eigentlich tatsächlich gar nicht, euch zu zeigen, wie man Guild Wars 2 spielt, weil ich glaube, jeder, der hier Guild Wars 2 Videos guckt, kennt das Spiel. Ich bin ruhig. Jetzt geht's weiter. Sondern ich glaube... Achso, der ist ja unverwundbar, ja. Caps Lock off, das ist gut. Warum hatte ich das an?
So, da haben wir bald die Hand weg. Gehe ich mal davon aus. Da haben wir ihn geschafft. Jo, tut's. Und also ihr habt sozusagen die Möglichkeit, einfach euch nochmal die Story anzugucken, ein bisschen was darüber zu erfahren, wie das Spiel eigentlich so ist und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich so der Gedanke dabei. Aber ich bin ruhig. Wo bin ich? Was ist passiert? Ihr wurdet verwundet, als der Elementar explodierte. Hauptmann Thackeray hat euch persönlich hergebracht. Ihr wart 3 Tage ohne Bewusstsein. Ihr hattet viele Besucher. Bürger, die ihr gerettet habt, einige Seraphen und sogar einen Adligen aus der Stadt. Er kam mehrmals her. Das ist bestimmt Fürst Fahre. Ich muss ihn aufsuchen, sobald es mir besser geht. Was sollte ich jetzt tun? Frische Luft und Bewegung sind die beste Medizin. Die Göttin Dwayne hat euch geholfen. Vielleicht könntet ihr anderen helfen. Das werde ich. Danke, dass ihr euch um mich gekümmert habt. Mögen die Götter euch segnen. Im Tal ist vieles zu tun. Dwayne schütze euch. So, abgeschlossen. Ja, also das ist so der Plan. Wir werden uns also tatsächlich ganz intensiv mit diesem Spiel beschäftigen, wenn man es anfängt. Und wie weit auch immer wir dann kommen werden, das werden wir sehen. Hier haben wir die Möglichkeit. Ja, das ist gut. Hier vorne ist der Junge. Das heißt, wir werden uns das in aller Ruhe angucken und werden ein bisschen Guild Wars zusammenspielen. Ich habe natürlich diverse Dinge, die einfach halt da sind. Also natürlich habe ich Reittiere. Ich werde versuchen, die wenig einzusetzen, aber ich werde sie natürlich einsetzen. Und andere Dinge, wie zum Beispiel viele Freischaltungen, die natürlich dem Account zugutekommen und damit automatisch natürlich mir. So, ich hoffe, soweit ist es gut. Ein kleiner Tipp gleich mal als allererstes, wenn man hier tatsächlich frisch anfängt als Mensch, hat man diese Wegmarke. Ja, man hat aber die hier drinne nicht. Es ist unheimlich unsinnig, dass man erst wegläuft, um dann später wieder nach Götterfels zurückreisen zu müssen und dann hierher zu kommen und dann sich die innen drin die Wegmarke freizuschalten. Also das heißt, nebenbei gibt es vielleicht auch ein paar Tipps für diejenigen, die es vielleicht schon lange nicht mehr gemacht haben und denken, ach ja, stimmt, da hat er ja recht. Stimmt, so habe ich das damals gemacht. Ich kann mich erinnern. Da geht man natürlich nach Götterfels. Und wie ihr seht, da habe ich natürlich auch noch nichts. Ich versuche die Karten also vollständig zu spielen. Vollständig heißt, ich mache einfach die Quests der Reihe nach. Also nur die sozusagen die Story, ohne jetzt unbedingt immer die ganze Karte aufzudecken. Oder. Ne? Also das versuche ich zu vermeiden. Es wird nicht immer klappen. Das heißt also, manchmal werde ich auch natürlich die Karte komplett spielen, aber eben nicht immer. So, und das war sie, die erste Folge. Und ich werde jetzt gleich kurz zu meiner Kiste gehen und werde mir die Taschen holen, von denen ich gesprochen habe, ein bisschen Bufffood besorgen. Und dann sehen wir uns vielleicht nächste Woche in der zweiten Folge wieder. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao.